Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Dishonored. Wir sind kurz davor, in Sokolos Haus einzudringen. Ich muss dem hier mal ganz kurz hier hinstellen, weil die Wache da hinten hätte mich fast gesehen. So, und dann mal aufi. Oh, ich habe jetzt nämlich noch ungefähr so ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit, bevor der Risen-Stream anfängt. Und dann dachte ich mir, was machst du da? Nimmst nur eine Folge Dishonored auf. Yo. Auf geht's. Schick. So, erstmal gucken. Das sieht gut aus. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, denen bin ich egal. Das sind 100 pro Leichen. Entschuldigt. Hier gibt es auf jeden Fall noch Loot. Das ist schön. Achso, ich kann doch nochmal. Aha. 10 Meter über mir ist ein Knochenartefakt. Da ist noch eine Rune. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Mal auf hier. Verfaulte thymianische Birne. Naja, die werde ich jetzt nicht essen. Ne, das auch nicht. Send us food, not bullets. Ja, das kennen wir ja irgendwo ja, ne? So, Gegner waren ja nicht am Start. Nicht hier. Nein, natürlich nicht. Joa, wie mache ich das dann? Kann ich das einfach kaputt machen, oder was? Huh. So, ohne weiteres komme ich da wahrscheinlich nicht ran. Oder ich muss versuchen, einen anderen Weg zu finden, Alternativroute. Vielleicht von... Ist ruhig, ja. Vielleicht von außen übers Dach? Das sieht nämlich stark danach aus. Oh, entschuldigt übrigens. Also ich kenne das. Ich habe gerade selber so ein bisschen Motion Sickness fast bekommen. So. Dann da hoch. Und hier gehen wir jetzt da hoch. Und dann sind wir drinnen. Und holen uns mal dieses Knochenartefakt. Oder? Wie jetzt? Ist er nicht so versperrt? Ach komm! Warte mal. Was haben wir denn hier noch? Komme ich von hier irgendwie? Ja, okay. Hat sich. Ich beschwere mich gar nicht. So, Knochenartefakt. Ein neues. So, guck mal, was ist es denn für eins? Zähe Haut. Deine maximale Gesundheit wurde leicht erhöht. Das finde ich gut. Dann nehme ich auch gerne... Darum bringt er etwas mehr Gesundheit zurück. Das kann raus dann. Nehmen wir Zähe Haut. Geil. Machen wir mal das kaputt hier. Oder eh keiner. Gibt's hier noch was? An Loot? Nö. Da ist eine Rune, die holen wir uns jetzt nächstes. Das klingt ja gut. Ja, da kann ich auch hoch, das ist schön. Kurz warten, bis sich das Mana regeneriert, ne? Ihr kennt das ja. Zack, darüber. Und mal wieder in Schleichmodus gehen. Wie geil. Nicht nachgedacht. Ich habe mich nur gewundert. Wenn Sokolov an einem Heilmittel für die Seuche arbeitet, warum fragt er dann immer nach gesunden Bürgern? Ich meine, wenn Sie verstehen, Sir. Sie haben keinen Sinn für die Naturphilosophie. Natürlich, weil die bereits Infizierten nicht lange genug leben, um Sokolov irgendwelche nützlichen Informationen zu liefern. Dennoch eine Schande. Zum Beispiel diese Frau neulich. Sah sogar gut aus. Schien nett zu sein. Eine Schande, dass sie sterben muss. In doch so schrecklicher Art und Weise. Jetzt hören Sie mal gut zu. Das Warum und Wie geht uns nichts an. Wenn Sie Ihre Elixierrationen wollen, rate ich Ihnen, mit dem Nachdenken aufzuhören. Die da sind wie Ratten. Laborratten für Sokolovs Experimente. Und Ratten bedeuten mir nichts. Verstanden? Richtig, richtig. Warum scheint voll der nette Typ zu sein. Ich gehe mal kurz darüber, Freunde. Sieht nämlich aus, als ob hier noch Loot drin wäre. Ja, oder auch nicht, ne? Da ist ein Walöltank. Oh, da sind Gefangene, glaube ich. Das schalten wir mal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht war. Stirb, du Spinne.
Was tun die denn? Ich werde dich schon noch finden. Komm raus. Okay. Was auch immer die da gerade tun. Ich glaube, die verfolgen einfach die, die ich gerade befreit habe. Doof gelaufen. Die hätten ja auch mal ein bisschen ruhiger vorgehen können, wa? Aber naja, deren Sache. So, hier ist noch eine Rune auf jeden Fall. Da will ich noch... Ich wollte gerade sagen, kann ich da nicht hoch... Okay. Da komme ich nicht so ohne weiteres. Doch, komme ich. Geil. Den nehmen wir raus, Freunde. Zack. Weißt du was? Du kannst sogar hier bleiben, glaube ich. Ist das Sokolov schon? Das finde ich gerade ganz lustig. Warte mal, hier gucken wir auch nochmal runter mit der Nachtsicht. Aha. Ich glaube, das nehme ich noch raus. Immer ruhig. Vorsichtig. Oh, hier liegt irgendwas. Oh, das sieht wichtig aus. Oder zumindest wertvoll. Karte alte Küste. Oh, und Goldbahn, Freunde. Sokolovs Hausschlüssel erforderlich. Fuck. Gut, ich glaube, hier drin erwarten die mich auf jeden Fall nicht. Heilkräuter, mal mit. Das brauchen wir nicht. Die pandisianische Bullenratte. Auszug aus Labornotizen von Anton Sokolov. Die Größe des Nagetiers ist nicht das interessanteste Detail, obwohl es in der Regel von Kollegen zuerst bemerkt wird, die mich besuchen, um meinen Schutz aus Pandysien zu begutachten. Meinen Schatz, entschuldigt. Weitere Untersuchungen offenbaren, dass diese Spezies gerissener als ihre Artverwandten aus dem wohltemperierten Gristle ist. Zweimal wurde ich nachts wach, um zu sehen, dass die Ratte ihren Käfig entkommen war und in meiner Wohnung frei herumlief. Ich brauchte einen besser gesicherten Käfig. Eine unterhaltsame Ablenkung, aber eine Verschwendung meiner kostbaren Zeit. Auch die Futterversuche erbrachten überraschende Resultate. Die pandisianische Bullenratte ist kein wählerischer Esser. Das kann ich mit Gewissheit sagen. Ich habe gesehen, wie mein Gast sich an anderen kleinen Ratten, Katzen und selbst den im Brennhaven gefundenen Körper einer Frau, die an der Seuche starb, gütlich tat. Weitere Studien sind angezeigt. Crazy. Die Verarbeitung von Walöl. Auf hoher See halten sie die Bestie mit Haken und Tauen fest, die vom Hauptschiff und von zahlreichen kleineren Schiffen geworfen werden. Bojen sorgen dafür, dass der Wal nicht untertaucht. Einmal gefangen wird ein größerer Haken durch die Schwanzloche getrieben, mit dem die Kreatur an Bord gezogen wird. Wale klagen und brüllen, wenn die Männer sie an Deck ziehen und dann in ein auf Deck aufgestelltes Gerüst hieven. Das Schiff nimmt unterdessen wieder Kurs auf Dunwall, wo die Besatzung an die Arbeit geht. Sie schneiden die fettigsten Teile der großartigen Kreatur ab, während sie noch am Leben ist. Oh. Das ist aber hart. So, wir brauchen weder einen leeren noch einen vollen Tank. Was wir gebrauchen könnten, wäre Sokolovs Hausschlüssel. Aber wahrscheinlich kriegen wir den am ehesten von Sokolov selber. Von daher würde ich mal sagen, gehen wir mal oben lang. Meine Hoffnung ruht auf Folge 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte in den nächsten Morgenstunden tot sein, den charakteristischen Hautverschorfungen nach zu urteilen. Ah, sind Sie wach? Wie fühlen Sie sich? Viel schlecht. Gute Nacht, Sokolov. Her damit. Eine Rune. Und führe Sokolov. Na, erstmal lassen wir die arme Dame hier raus. Vielen Dank. Wer immer Sie sind, er hielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. So ein Arschloch. Schmerzen sind unerträglich.
Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Das ist gut, Kind. Gibt's hier eigentlich noch Loot bei dir? Ich weiß, es ist ein bisschen unfair, das zu fragen, nachdem die hier so viel durchgemacht hat, aber naja. Ich habe nichts, was ich geben könnte. Und im Text steht, ich habe nichts, was ich nehmen könnte. Bitte nicht mehr. Nein, 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 ich mach doch gar nichts. Alles gut, Kind, alles gut. Ja, 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 wir nehmen den ja gleich mit, Freunde. Aber vorher will ich nochmal runter. Sokolov hier. Exzellente Fortschritte. Testsubjekt 312 verfällt rapide. Wie vorhergesagt, sorgen die Formeln 12 und 17 als Gabe in einer Mischung zu einem extrem beschleunigten Krankheitsverlauf. Interessanterweise ist die Atemwegsschleimhaut befallen. Der Ausschlag brachte Pusteln hervor, graue um genau zu sein. Sie platzen auf, bluten und sind schmerzhaft. Oh. Meine Hoffnung ruht auf Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, okay, großes Potenzial besitzt. Das haben wir ja gehört. Wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. So, wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal kurz hier unten looten. Denn hier gab es ja noch... genau das hier. Ja! Die Geheimnisse von Pandysien. An der Akademie der Naturphilosophie wird über den pandysianischen Kontinent als Ort. Ach, das haben wir schon gesehen. Das haben wir schon gelesen, Freunde. Ich erinnere mich. Gut, dann können wir jetzt wieder hoch. Zack! Und dann nehmen wir den guten Sokolov mal mit. Hui! Kann ich da eigentlich, warte mal. Obelwald. Es fehlt eine leere Flasche. Ach, hier könnte ich das dann komplett auffüllen, wa? Lieutenant Niels Bericht. Wie gewünscht bekommen Sie hiermit eine Probe des Elixiers, das auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird und von dem wir annehmen, dass es in einer der verlassenen Destillerien gebraut wird. Zweifellos nicht so wirksam wie Ihre Formel oder gar Pieros Arznei, aber die Leute sind verzweifelt. Wir konnten die weiteren Zutaten nicht identifizieren. Vielleicht haben Sie mehr Glück. Was noch von Interesse sein könnte, einige Männer der Wache haben auf wiederholte Nachfrage zugegeben, dieses Zeug gekauft und getrunken zu haben, weil es günstiger als die beiden bekannten Marken ist. Keiner von ihnen klagt über Übelkeit oder Nebenwirkungen. Es mag zwar nicht vor der Seuche schützen, aber immerhin scheint es nicht schädlich zu sein. Lieutenant Christopher Niels, zweites Feldapotheken-Einsatzkommando. Das ist mal ein Wort. Stadtwache Dunwall. Feldapotheken-Einsatzkommando. Gut. Und Sie kommen jetzt mit. Samuel. Kann ich mich denn immer noch? Ja, teleportieren kann ich mich noch. Das ist ganz gut. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Ja, oha. Natürlich. Das war irgendwie cool. Warte mal, wir nur mal gucken, ob wir noch irgendwas vergessen haben, aber es sieht nicht danach aus. Komm, esse ich halt die verfaulte tyvianische Birne. Scheint ja trotzdem ganz gut getan zu haben. Da ist noch Loot, das wir uns noch holen. Ja, so. Hemlock Essenz und unter uns ist auch noch was. Aber die Frage ist, ob man da ohne weiteres rankommt. Das sieht nämlich nicht danach aus. Oder kann ich mich hier... Warte mal. Ach, okay. Hat sich. Fährt gerade aber auf. Ich hab den... So schlimm hätte der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin getötet. Hab ich nicht? So. Lol, wo habe ich denn die Kombi her? Juwelenkästchen der Inchmouth. Okay. Ach lol, sag nicht. Die sind beide dran verreckt, dass der Tresor auf sie gefallen ist. Das ist bitter. Sokolov, Sie kommen mal mit. Auf zu Samuel, Freunde. Moin! Ich hab das Paket. Der persönliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir an. Ja, wir bringen Sokolov zurück. Mhm.
Okay, wir haben nur drei Gegner eliminiert, Freunde. Einmal den Alarm ausgelöst, Gemälde von Sokolov gefunden. Naja, muss ja nicht jeder... Was? Ach shit, wir haben zwei Knochenartefakte vergessen. Das kostet mich gerade ein bisschen an. Eine bewusstlose Person wurde entdeckt, wahrscheinlich die auf dem Dach. Allgemeiner Chaos-Faktor niedrig, das, da bin ich schon ziemlich froh. Und wir haben Pratchetts Tresor ausgeräumt. Und wir haben ordentlich Münzen gesammelt. Fragestunde. Die Kaisertreuen haben jetzt den kaiserlichen Arzt Anton Sokolov in ihrer Gewalt. Durch ihn können sie die engsten Vertrauten des Lordregenten ausschalten. Doch wie kooperativ wird sich das größte Genie des Kaiserreiches zeigen? Es gilt, ihn freundlich oder mit Gewalt dazu zu bringen, alles zu verraten, was er weiß. Easy. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen, all das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Ich nicht. Gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Ich möchte erst etwas runterkommen und Emily gute Nacht sagen. Genau. Missionshinweise aktualisiert. Sein detailliertes Wissen, bla bla, genau. Kräfte, was haben wir denn bekommen? Zwei Runen. Beherrschung, genau, da brauchen wir fünf Runen, ey. Siehst du, das muss ich mir auch mal auf eine Taste legen, fällt mir gerade mal auf. Beherrschung. Ach, ist schon auf der 7. Gut. Kann so bleiben, wenn ich ehrlich bin. Gibt's neuen Loot, Freunde? Habt ihr wieder was hier versteckt und so? Ja, ich sehe doch schon wieder tyrianisches Erz. Achtung, Bürger. Geil. Aufgrund des tragischen Todes der Lords Custis und morgen. Oh. Ja, tot sind sie ja nun nicht. Hier ist noch ein Kupferdraht. Ach lol, der liegt draußen, wa? Ja, ja, Trauer. Aber uns erstmal damit beauftragen, die umzubringen. Ja, ist nice. Ja, ist auch noch ein bisschen was. Gott, ich liebe das. Horvos Gemächer. Nee, ich will noch nicht ins Bett legen. Wie gesagt, Emily unter anderem noch gute Nacht sagen. Wo auch immer die ist, Kleine. Bürger von Dunwall, beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von wachhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Nö. Ich dachte gerade, der hätte mich jener gesehen. Das hört sich auch ganz anders an. So, noch ein bisschen Loot. Lieder der Harponiere. Das hatten wir schon. Jo, hier habe ich auch schon gelootet. Die Stimme der Pendletons. Havelock, Sir, gut gemacht. Der Lordregent ist ob der neuesten Abstimmung im Parlament außer sich. Er hatte mit der Unterstützung der Familie Pendleton und mit wenig Widerstand gerechnet. Genau wie sie es vorhergesagt haben, hat er durch den Verlust der Stimmen der Pendletons starken Gegenwind bekommen. Und weil der Verteidigungshaushalt des Lordregenten ebenfalls nicht ratifiziert wurde, ist er finanziell äußerst verzweifelt. Es scheint, dass das meiste Geld, mit dem er die Stadtwachen am Laufen hält, von einem engen Verbündeten kommt. Wir vermuten, es ist eine mächtige Edelfrau, die vielleicht sogar seine Geliebte ist. Ich versuche, mehr Informationen zu beschaffen. Wir wissen ja, wenn die Wache nicht
nicht mit Geld und Elixier bezahlt wird, ist ihre Loyalität schnell dahin. Ihr gut informierter Freund. Erstmal einstecken. Die Marine und die Flotte, ich glaube, das hatten wir auch schon gelesen. Wo kann ich etwas Gutes zu essen finden? Wenn Sie denken, Gefängnisessen sei schlecht, sollten Sie sehen, was der Orden serviert. Ich glaube, die Aufseher kochen es selber. Selbst wenn, das muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Koch mein Essen auch selber, Mann. Das glaubst du doch nicht. Emily? Sag mal, wo ist denn jetzt hier Emily? Entschuldigt übrigens, dass ich hier alles weglute von euch, aber... Ne? Corvo und so. Lydia. Danke. Wallace. Lord Pendleton ist heute Abend im Anwesen. Er hat dort zu tun. Es geht um den Tod seiner Brüder. Sie verstehen das doch sicher. Geh mir halt aus dem... Alter, ich hasse das. Ich war so kurz davor, den jetzt zu hauen. Wo ist denn Emily? Ist sie hier? Kann ich Ihnen etwas sagen? Ich habe einen geheimen Zufluchtsort ganz in der Nähe, für den Fall, dass die Stadtwache uns finden sollte. Eine leerstehende Wohnung auf der anderen Straßenseite. Ah. Ich denke nicht, dass jemand davon weiß. Aber ich kann Ihnen vertrauen. Der Schlüssel liegt oben unter meinem Bett. Falls nötig, werden Sie dort sicher sein. So wie ich auch. Das ist super nett, aber du weißt, dass ich das jetzt zu Tode looten werde, oder? Das ist dir schon bewusst. Ja, Mr. Corvo. Ich stelle sicher, dass Ihr Zimmer sauber ist. Oben in Ihrem Zimmer. Abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, wo sich Ihr Zimmer befindet. Ah, guck einer an. Her damit. Achtung, Bürger von Dunwall. Dann kann ich jetzt da rein, wa? Wo waren das? Aus dem Fluss abgekocht werden. Jeder, der unbehandeltes Wasser getrunken hat, muss irgendwo der Stadtwache gemeldet werden. War das doch hier, ne? Hier? Ne. Ach, hier. Zack. Juhu. Oh, ich höre eine Rune oder so was. Ein Knochenartefakt. Geil. Was ist es denn für eins? Wasser des Geistes. Wenn du aus Wasser hintrinkst, regeneriert sich ein kleiner Teil deines Manas. Wenn du durch Weiner verletzt wirst, erhältst du ein wenig Mana. Wasser des Lebens. Bla 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 bla. Ich denke nur gerade nach. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich war gerade kurz am Überlegen, ob ich mal ein Knochenartefakt austausche. Und zwar. Schlossen zur alten Kanalisation von Danwar. Und zwar das, was mir mehr Gesundheit für Nahrung gibt. Und das austausche gegen... Oh! Hohe CPU-Auslastung durch Codierung. Das tut mir leid, Prozessor. Komm schon! Sei awesome! Was haben wir hier noch? Verarbeitetes Walöl nochmal. Na, sehr geil! Habe ich doch jetzt schon wieder genug Münzen, um mich bei Dings nochmal neu einzudecken, würde ich sagen. Ich hoffe mal, das leckt bei euch nicht zu stark. Ich arbeite an einem neuen Blitzpfeiler. Er wird vermutlich absolut umwerfende Zerstörungen anrichten. Super, Junge. Komm, gib mir noch das tyvianische Erz. So, und dann kann ich mit ihm reden. Piero! Bin ich Naturphilosoph, aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker, bereit zu helfen. Okay, gut, ich will mir Ihre Waffen, Munition und Ausrüstungsverbesserungen ansehen. Schleichschuhe. Geil. Natürlich erstmal machen wir wieder die Betäubungsbolzen voll. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass man sich verdammte Runen kaufen kann. Ich finde das so hirnrissig. So. Schleichschuhe. Deine Schritte sind leiser. That's something. Das kaufen wir erstmal. Bolzenkapazität. Nee, bringt uns alles nichts. Verbesserte Rüstung hingeben könnten wir eigentlich mal nehmen. Wie viel haben wir denn noch? 1233, bietet eine stärkere Vergrößerung. Schleichschuhe 2. Oh, das geht auch noch. Gut.
Bolzenkapazität brauchen wir nicht. Weil die normalen Armbrustbolzen benutze ich ja kaum. Und Granaten benutze ich auch kaum. Schwerthärtung. Macht das Schwert effektiver, wenn es andere Klingen blockt? Ich glaube, ich behalte es erstmal. Sehr gut. So, na dann würde ich sagen, können wir uns jetzt mal ins Bett begeben. Zack. Obwohl ich Emily immer noch nicht gesehen habe, aber naja. Oh geil, Lord Pendletons Belohnung. Corvo, die Angelegenheit mit meinen Brüdern war sehr schmerzvoll für mich. Darum möchte ich nicht mehr darüber sprechen. Aber ich bin ihnen zu Dank verpflichtet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie sich ihrer auf eine andere Weise entledigen konnten, ohne sie umzubringen. Brillant. Für alle, die in dem Part nicht dabei waren, wir haben ihnen die Köpfe rasiert, ihnen die Zungen rausgeschnitten und sie in eine Mine zum Arbeiten geschickt, eine halbe Meile unter der Erde. Egal. Wo immer sie auch sein mögen, selbst wenn es ihnen schlecht geht, so sind sie wenigstens am Leben. So werde ich sie vielleicht eines Tages wiedersehen. Geil. Zeit zum Ausruhen. Weiter. Corvo, aufwachen. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Du kannst gern hierbleiben, wenn du willst. Emily, geh wieder auf dein Zimmer. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Nee, du kannst gern hierbleiben, würde ich mal sagen. Komm. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Verhöre Sokolov. Das ist unsere nächste Mission. Oha. Emily! Oh, ist die süß, die Kleine. Zack. Na, Mr. Sokolov hat sich wohl erholt. Er hat gut geschlafen und besitzt einen gesunden Appetit. Ja, und jetzt ballern wir wieder, jetzt machen wir, hauen wir wieder zu Brei, denke ich mal. Lady Emily wollte sich in euer Quartier schleichen, während sie geschlafen haben, Sir. Sie hatte aber nichts Böses im Sinn. Ja, ich glaube auch nicht, dass die mich umbringen will, Cecilia. So, Freunde, ich würde mal sagen, das reicht auch schon wieder für diese Folge von Let's Play Dishonored. Wir haben Sokolov geholt, wir haben hier alles weggelootet, was man weglooten konnte, oder? Sieht gut aus. Ja, ich danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bereite mich jetzt ganz fix auf den Stream vor mit Risen. Und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Dishonored. Bis dann, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.